Bestandsaufnahme. Vorgabewert 158 Sekunden und die Auftragsmörderin ist mal wieder an der Reihe. Ihr letztes Opfer war ein Datenerfasser für die Lieferung des Königs des Südens und dieser hat interne Informationen durchsickern lassen. Schicken wir doch einfach mal jemanden hin, um nachzuschauen, ob dort noch Informationen zu holen sind. Ich bin sehr gespannt, wie dieser Level wohl aufgebaut sein wird. Those who protected needed a little less, and those who feed needed much more. But our solution was just as reductive as the system it opposed. Low resolution. Retro. Ah, ich sehe schon, er ist ein bisschen bedrückt hier, der gute Alan. Wollen wir doch mal gucken, ob wir ihn vielleicht aufheitern können, indem wir einfach ja diese Map hier spielen. So, ich muss ganz kurz gucken. Okay. Ich hoffe, wir schaffen das in der vorgegebenen Zeit. Nein, schaffen wir nicht. Und schon sind wir erledigt. Schade. Okay, Diener, zurück zur Patrouille. So. Wie genau machen wir das? Ich versuch's erstmal vielleicht oben rum. Hier ist ja schön Schatten. Vielleicht bekomme ich ja irgendwas, womit ich die alle hier ablenken kann. Wenn ich nur weit genug erstmal weiterschaue. Hier können wir auf jeden Fall speichern. Und hier. Okay. Das heißt, ich muss hier rüber gehen. Ich marschiere jetzt einfach mal kurz durch, um mir das Ganze hier anzuschauen. Vielleicht ist das ja auch dann schon das Rätsels Lösung. Wir machen das Ganze rückwärts, weil der Ausgang war ja auch am Anfang oben. Aber, ach, hier unten gäbe es was. Okay. Aber das ist nur ein Text, glaube ich. Lesen wir den doch einfach mal. So, an Kreativteam. Absender Sarah Blyth. CC Karen Francis. Datum 20.06.2053. Betreff Teamnachrichten. Hallo Team. Nur ein paar kurze Anmerkungen. Claire, ich bin extrem happy mit diesen Anleitungen für Videoüberträger. Fröhlich und mit hohem Tempo. Ihr seid wahrscheinlich alle viel zu jung, um euch an Reality TV zu erinnern, aber euer Ergebnis fängt genau diese Lebendigkeit ein. John, das Marketingmaterial, das dein Team zusammengestellt hat, ist großartig. Der Mann, der in England, der England wieder aufgebaut hat. Gänsehaut, ehrlich. Der Kunde besucht morgen unser Büro. Sorgen wir dafür, dass er sich so richtig willkommen fühlt, mit sauberen Schreibtischen und allem. Oh, und nur zur Information, George von der Technik musste leider mit sofortiger Wirkung versetzt werden. Alle noch ausstehenden Arbeiten solltet ihr nochmal neu an Karen schicken. Hi Karen, Set. Aha, er wurde also, ja, versetzt. Warum, ist noch nicht bekannt. Vielleicht finden wir es noch raus. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier unten jetzt erstmal einen Schlüssel. Und können sogar auswählen zwischen drei verschiedenen Ablenkungsmanövern. Blackjack ist ziemlich geil, das Horn und das Hirngespinst. Ich nehme mal einfach Blackjack. Den fand ich richtig gut, muss ich sagen. So, wir haben auf jeden Fall einen von zwei benötigten Schlüsseln. Wo ist, befindet sich denn der zweite? Fuck. Oh, okay, aber... Oh, nein. Wir hatten fast Glück, aber hier ist die Spur etwas eng, sehe ich gerade. Da kamen wir nicht vorbei, das ist logisch. So, ausgeschaltet. Oh, oh. Mach schnell. Ah, verdammt. Sehr gut. Glück gehabt. So. Ach so, und wir kommen auch schon raus. Sehr gut. Dann, ja, Umgebung abgeschlossen. Sogar innerhalb der Zeit. Und jeder zahlt. Der Feigling tritt erneut im Fernsehen auf. Er will für die Steuererhöhungen werben, die er gerade durchdrückt. Seine Bewachung ist wesentlich verschärft worden. Ja, Feiglinge muss man natürlich auch stark bewachen. Damit sie nicht so viel Angst haben müssen. So.
Ich versuche, diesen Personalzuwachs an unseren Zielorten in diesen Simulationen nachzubilden. Wir erzielen schon eine deutliche Wirkung. Aha. Okay, die gucken immer hier rein. Aha, aha. Oh, oh. Okay, ich hab's geschafft. Glück, in den Schatten gerettet. Heieiei. So, jetzt laufe ich den einfach mal ein bisschen hinterher. Es war so klar. Verdammt. Okay, sie drehen also hier an der Stelle, drehen sie um. Okay. That's good to know. Aber haarscharf. Haarscharf. Okay, nochmal. So. Und so. Und so. Dann sehen sie mich, glaube ich, nicht. Und dann natürlich so tun. Und gespeichert. Hervorragend. Na, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich laufe dem hier mal hinterher. Der läuft ja hier schön im Kreis, was ja immer sehr gut ist. Und einmal speichern. Und dann können wir hier uns in den Schatten retten. Aber wie geht's dann hier oben weiter? Ah, okay, wir müssen uns hier an der Wand verstecken. Nehme ich mal an. So, dann ihm hinterher. Dann dürfte er uns eigentlich nicht sehen, genau. Sehr gut. So. Und jetzt dieses Kraftfeld hier, das Problem. Hier haben wir einen Schlüssel drinnen. Und hier unten bekommen wir wieder was. Werde ich mal versuchen aufzuheben. Wird sportlich. Blackjack. Glück gehabt. Okay. So, jetzt ist die Frage, schaffen wir das in der vorgegebenen Zeit? Wir müssen ja wohl. Hilft ja nichts. So, und dann müssen wir hier... Ah, wir können... Jetzt können wir... Haha, jetzt können wir so rum raus. Okay, sehr schön. Zack. So, dann würde ich mal sagen, setzen wir den hier mal außer Gefecht. Und zwar an dieser Stelle. So tun. Und jetzt schnell raus hier. So, wo ist das Finale? Grande Finale. Ich laufe mal wieder ein Stück zurück. Und warte hier kurz. Auf ihmchen und weg da. So. Ah, hier gäbe es noch mehr Schlüssel. Habe ich natürlich nicht. Deshalb. Ah, verdammt. Okay, so sieht er mich auf jeden Fall nicht. Das ist schön. So, jetzt machen wir den hier mal schnell ausgenockt. Und dann komme ich hier schön vorbei. Und ich hoffe jetzt einfach mal, ja, das Ziel. Hui, das Ziel ist offen. Ja, das ist natürlich schlecht. Ich habe nämlich genau nur einen Blackjack. Habe ich wieder nicht mitgedacht. So. Der ist wieder offline. Sich jetzt umdrehen, dann werde ich einfach mal rausgehen. Hervorragend, leider nicht innerhalb der Zeit, aber nun gehen wir in den Fuchsbau. Ah, jetzt mal mit Gisborne. Schön, einer von Gisbornes Hauptstützpunkten, an dem Leute im Norden Englands ausgebildet werden. Er nutzt diese Basis dafür, dass seine Soldaten an der schottischen Grenze gefechtsbereit bleiben. Naja, dann setzen wir sie doch einfach mal außer Gefecht hier. Aber finde ich schön, dass wir jetzt auch mal gegen den Chef selbst antreten dürfen.
Ich frage mich gerade nur, wie ich das machen soll. Okay, die laufen hier alle schön im Kreis. Das ist alles wunderprächtig. Da haben wir definitiv keine Zeit dafür, hier die Sperre aufzuheben, zu überlasten. Vielleicht kriegen wir es hier zeitlich irgendwo zwischen. Hier müssen wir wohl schier. Ich probiere es einfach mal. Oh, 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 oh. Ah, ja, ja, Glück gehabt. Das ist verdammt nochmal Glück gehabt gewesen jetzt. So, Text lesen. Auszug aus einem internen Memo von Gisborne Industries 2038. Näheres zum Autor nicht verfügbar. Kurz Zusammenfassung. Die Frage, die dieses Dokument beantworten will, ist folgende. In welchem Umfang kann Gisborne Industries sein fortgesetztes Wachstum innerhalb der rechtlichen und verfassungsmäßigen Grenzen Englands aufrechterhalten? Die Antwort ist einfach. Dies ist nicht möglich. Logisch weitergedacht ist die einzige Lösung also, die rechtlichen und verfassungsmäßigen Beschränkungen Englands zu ändern. Dieses Dokument erläutert die Notwendigkeit einer zukünftigen politischen Karriere Mr. Gisborns. Es beinhaltet einen potenziellen Ablaufplan für die Umsetzung von Gesetzesänderungen, die die fortgesetzte Dominanz unseres Unternehmens sicherstellen werden. So. Blackjack auch sehr gut. Ist noch nicht aufgeladen. Ich werde jetzt einfach mal den hier ausnocken kurz. Dann verschieben wir das Ganze hier nämlich ein bisschen in der Zeitachse, was sehr schön ist. Dann werde ich den nochmal kurz ausnocken und zurücklaufen. Dann haben wir nämlich die erste Hürde hier schon geschafft. Jetzt muss ich noch hier unten ein bisschen dran arbeiten. So, wie mache ich das? Ich warte mal ganz kurz. Ich mache mal so. Dann laufen sie nämlich gemeinsam. Das ist schon mal sehr vorbildlich. Ich hoffe, die Zeit wird reichen. Es sieht gut aus. Deswegen ziehe ich mich nochmal kurz zurück. Einmal kurz gespeichert. Und dann hinterher. Ach, scheiße. Dammit. Ah, das war knapp. Mist. Habe ich Mist gebaut. Okay, ich gebe es ja zu. Dann setze ich den nochmal außer Gefecht, dass die wieder out of time laufen. Und auf geht's. Dann das Ganze nochmal etwas zartfühliger. Ein bisschen mehr Gefühl in die Sache reingelegt. Und check. So, ich hoffe, ich schaffe das hier noch. Jawohl. Und tschüss. Wieder mal innerhalb der Zeit. Wir werden echt besser, finde ich gut. Und ja, Frankreich ist abgeschnitten. Die Grenzsicherung an der Südküste sorgt dafür, dass es keine Immigration über den Ärmelkanal gibt. Nur Personen mit von Gisborne persönlich unterzeichneten Dokumenten ist die Einreise erlaubt. Dieser Wichser. Entschuldigt diesen Kraftausdruck, aber dieser Wichser. Okay, ich persönlich bin ein großer Freund von Symmetrie. Hier dürfte die Lösung wohl in der Auflösung der Symmetrie liegen, was wirklich schade wäre. Na schön. So, wir wurden sofort entdeckt, aber können uns Gott sei Dank in den Schatten flüchten. So, und jetzt läuft das Ganze wie ab. Der läuft hier drinnen und die laufen hier außen schräg. Okay, das ist gut. Dann kommen wir hier schön vorbei. Glaube ich. Sie entdecken mich trotzdem und die, oh Gott, die kommen mir alle angerannt. Ach du Schande. Okay, ich muss hier schneller reagieren. Und zwar ziemlich viel schneller. Eieiei. Nein. Okay, der dreht sich dann also in die Richtung. Dann muss ich es wohl doch so probieren. Glück gehabt. Heidi Witzka hier, jetzt wird's ernst, du. Okay, Blackjack. Ein Diamant. Und kurz gespeichert. So, wie komme ich hier jetzt am besten durch? Ich muss die ein bisschen außer Timing bringen hier, glaube ich. Indem ich einmal den hier außer Gefecht setze. Long gone.
So, und dann laufen sie gleichzeitig nämlich. Das ist gut. Dann kann ich jetzt nämlich den hier außer Gefecht setzen und durchschlingeln. Okay, ich hoffe, es lädt nach. Ah, jetzt komme ich hier... Ach, verdammt, verdammt, verdammt. Eine ganz schöne Herausforderung hier. So. Ah, jetzt hat er den falschen. Schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Den hier bitte. Hallo. Wieso hat er denn jetzt immer den hier im Visier? Ich möchte doch eigentlich auf den hier. Nein. Ihmchen. Hallo? Das bringt uns so aber nicht wirklich viel. Okay, einmal kurz warten, bis nachgeladen ist. Das gibt's doch nicht. Verdammt. Zeitlich absolut nicht machbar. Okay, dann machen wir das Ganze halt so. Ist ja auch eine Möglichkeit. Zwar eine sehr riskante, aber immerhin eine Möglichkeit. So, hier drüben spielt sich das Gleiche nochmal ab. Machen wir das denn hier? Mache ich erstmal, gehe ich erstmal hier rüber und heb die Sperre hier auf, schätze ich. Oder kann ich das auch hier vom Eck aus machen? Nee, kann ich nicht, okay. Ah, verdammt. Oh, jetzt hat er wieder den... Also eigentlich bin ich ja schon Fan von Blackjack hier, ne? Aber das hier gerade, das nervt ein bisschen. So, machen wir das hier mal schnell deaktivieren. Ah, und da unten ist Schatten. Schön. Wie komme ich in den Schatten denn am besten rein? Ich glaube hier irgendwie so. Ach, komm. Wie konnte mich der denn sehen? Wie ging das denn? Aber okay, dann schleichen wir uns halt so durch. Oh fuck. Oh fuck. Nein. Ich dachte, ich komme vielleicht noch in den Schatten runter. War wohl nichts. Okay, nochmal. Komischerweise sind jetzt nicht alle angerannt kommen. Ich weiß nicht, woran das hängt. So, hier haben wir nichts mehr zum Aufsammeln. Das haben wir schon. Okay. Irgendwie durchmogeln hier. Ach, jetzt bin ich wieder am Start. Auch nicht schön. Okay. Ach, da oben ist das verdammte Ziel. Ach du Scheiße. Nein. Ja, okay, da muss ich da irgendwie natürlich raus. Das ist ja logisch. Okay. Und Glück gehabt, okay. Der läuft hier vorbei. Dann schalte ich ihn kurz aus. Und jetzt könnt ihr mich alle mal. Nein! 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 Ach Mann! So kurz vorm Ziel in die Hose geschissen, ey. Unglaublich. So, jetzt aber.
wunderbar, hier raus. Ja, ein bisschen Zeit überschritten, aber I don't care.